Hallo, auf meinem Kanal Kai in Thailand. Heute Songkran, Happy Songkran to everybody. Wir werden jetzt gleich, erst essen wir noch was und dann gehen wir auf die Straße runter, nehmen wir euch natürlich mit. Wasserspielen, Songkran ist das Wasserspielen, also das thailändische Neujahr, wobei es aber die Jahreszählung, also das bleibt trotzdem bei 2567 sind wir jetzt. Also von daher, das ändert nicht die Jahreszahl. Aber nichtsdestotrotz werden wir heute Spaß haben. Noch sehe ganz frisch aus. Nachher wahrscheinlich etwas mit Farbe und Wasser, nass natürlich. Also ich finde es immer ganz lustig. So, meistens freuen sich alle drauf. Wird sehr viel ja, gefeiert, wird schön zelebriert. Und ihr seid dabei. Wenn wir da kurz anhalten, das erste Bierchen trinken. Servus. Hi aus Thailand von YouTube. Wow. Hey, hör ich halt eh an. Warte, wir müssen mal ein Foto machen. Kai aus Thailand von YouTube. Das ist immer echt geil. Guck, da ist der Fotoapparat. Servus. Hey. Happy New Year, mein Lieber. Happy New Year. Komm, lass mal drücken, alles gut. Ja, wir wollten eigentlich eh anhalten. Na, fahr rein, fahr rein. Mit Gewalt. Ja. Normalerweise denke ich mir jedes Jahr, Taucherbrille wäre cool. Ja. Da schau dir mal. Da ist Eiswasser. Ja. Oh.
Immer wieder Musik im Hintergrund, aber ich hoffe, es geht mit YouTube, muss aufpassen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen weiter weg. Aber es ist echt spaßig. Kann ich jedem nur empfehlen, im April mal nach Thailand zu kommen. Also ich finde Khao Lak ganz cool. Normalerweise ist es nur ein Tag, am 13. April. Aber aus Promotion-Gründen für den Tourismus haben sie es dieses Jahr für 3 Tage gemacht. Andere Regionen wird sowieso länger gefeiert. Bei uns ist aber immer nur der eine Tag. Mir reicht es dann auch wirklich, weil meistens ist es halt tatsächlich meistens mit viel Alkohol in Verbindung. Und von daher ja, ist es anstrengend, dann auch den ganzen Tag in der Sonne zu stehen. Wobei es so heiß ja gar nicht wird, weil du ja immer wieder abgespritzt wirst. Und oft ist Eiswasser dabei. Ich bin jetzt auch extra ein bisschen auf Zeit gegangen, damit ich die Musik nicht drauf habe. Das heißt, ich gehe jetzt aber gleich wieder weiter feiern. Und dann gibt es noch ein paar Bilder. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß dran, guten Eindruck, wie so in Khao Lak gefeiert wird. Klar, in Phuket, Pattaya, Bangkok zum Beispiel, war ich auch schon mal. Siloam, eine 6-spurige Straße, vollgestopft mit Menschen. Patong, auch deutlich mehr los als hier. Aber ich finde es so angenehmer, muss ich ehrlich sagen. Und es ist ja nicht so, dass es zu wenig wäre. Also mir reicht's. Okay, viel Spaß weiterhin. Also mir. Jetzt waren wir die ganze Zeit bei Onkel Joe's Bar und in Bang Niang, könnt ihr gerne mal hergehen, ist ein Freund von mir. Tolle Bar, Western-Style, wirklich ganz liebe Leute. Und wir werden jetzt weitergehen, denke ich mal, Richtung Chang Bar und weiterhin Spaß haben. Jetzt guck mal, am See ist nachher bei uns hier in Bang Niang oder Khao Lak, am See, da haben sie was aufgebaut. Da soll auch noch Konzert sein. Gucken wir mal, ob wir es auch noch schaffen, dahin zu gehen. Also jetzt sind wir in der Violet Bar, auch ganz spaßig, auch Bang Niang. Ich werde jetzt nicht rüberfahren nach Nang Thong, aber Violet Bar, cool. Spaßige Leute. So muss sein. Tatsächlich Feuerwehrautos, die Wasserschläuche, Wasserpumpen ohne Ende in diese Anlage rein. Wir sind jetzt gerade am See, hier in Khao Lak, hier ist ein Sausee. Und eigentlich die Wasserversorgung, einiges der Wasserversorgung für den Ort. Aber natürlich heute wird es ein bisschen missbraucht.
Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Eindruck, wie das Fest hier abläuft. Deswegen kommt ruhig mal im April, 13. April, bucht es für euch ein. Wunderbar. Und für mich jetzt vorbei. Schenkt mal einen Daumen hoch. Und ansonsten viel Spaß in Thailand. Bis bald in Thailand.